das Schutzhaus Zukunft in Wien. Dietrich Siegel feierte Geburtstag. Er wurde gestern 60 und schmiss eine große Geburtstagsparty. Und das, obwohl er ein Feiermuffel ist. Mir waren Geburtstage immer komplett wurscht. Und mit dem hohen Alter, das nun einsetzt, komme ich darauf, dass es eigentlich eine Frechheit ist. Eine Frechheit, erstens denjenigen, die einen in die Welt gesetzt haben, in der Regel sind es Mütter, die Leute, die einen mögen, die es gerne haben, dass man auf der Welt ist. Jetzt habe ich mir halt abgerungen, dass ich mich auch irgendwie freue über Geburtstage, meistens bin ich geflüchtet. Diesmal habe ich gefunden, 60 wird man nur einmal und habe mich also zu so einem Schritt eines großen Events entschlossen, obwohl ich eigentlich zur Soziophobie neige. Gut ist er drauf, wie das so ist mit 100. Ne? Für 100 hat er sich wahnsinnig gut gehalten. Selbst für 60 sieht er gut aus. Er ist in einer erschreckend guten Laune heute Abend. Ich warte noch ein bisschen ab. Die spannenden 45, die ein Mann hat, natürlich, wollte ich sagen. Und das wird auch immer bleiben. Der Dietz ist alterslos. Das ist ohne Lüge. Schau, kannst mich anschauen, ich lüge nicht. 60 ist er geworden. Aber mir geirrt. Ich habe geglaubt 70. Ich habe nämlich das Gefühl gehabt, dass er jetzt 70 Jahre lang probiert hat, wie ein 70-Jähriger zu sein. Und jetzt gibt er auf und benimmt sich wie ein 80-Jähriger. 60. Man sieht es ihm nicht an. Nein, 60 nicht. Ich glaube, wenn Frauen hinschauen, die ihn gern mögen, da wird man dann so gegen 55, manchmal sogar auf 54 runter. Aber dann gibt es doch jüngere Mädel, die sagen, Tatscha, dass der noch geht. Allein. Das kann schon vorkommen dann. Es ist immer die Frage, wer betrachtet. Ich will es auch bei mir gar nicht wissen, wie sie mich so schätzen. Ich habe den 60er ja schon. Für 80 schaue ich ja relativ frisch aus. Ne? Normalerweise bekommt man als Geburtstagskind ein Ständchen. Das war gestern anders. Der Jubilar sang für seine Gäste. King of the Road. Von ihm kenne ich es nur auf einer zweiseitigen, selbstgebastelten Gitarre. Mehr habe ich noch, also ab und zu haben schon zusammengespielt, die zwei. Aber das ist für mich eine richtige Premiere. Um Gottes Willen. Ich rede seit Monaten von Proben, weil, also würde ich behaupten, wir proben seit Monaten, wird sich heute jeder fragen, was haben die probiert? Also ich treffe mich regelmäßig mit meinen Freunden, den Musikern, und da haben wir dann in lustigen Runden beschlossen, jetzt müssen wir dann einmal proben. Vor etwa 2 Wochen haben wir gefunden, jetzt könnten wir das auch mal in der Tat umsetzen. Landestheater Linz, da gab es eine wilde Partie. Wolfgang Böck, Wolf Bachofner, Dietrich Siegel. Das waren die jungen Wöhnen am Linzer Landestheater. Ich war Elevin, das heißt, ich war noch im Ballett. Wenn ihr das in Linz erlebt hättet, wie der Säle zum Rocken gebracht hat, ja, das war unglaublich. Ja. Homo, das ist ja sein eigentlicher Hauptberuf. Die Haare musste er sich nur für die Serie abschneiden lassen. Und er ist ein großartiger Musiker. Ja. Liegt ihm im Blut. Er würde nicht auftreten, wenn er so großen Spundus hätte. Aber sein Metier ist halt ein anderes. Aber das kann er auch gut. Das kann ich beurteilen. Er hat geübt. Ich bin auf Fuhr statt Casanova, sonst bin ich nichts. Musik hat mein Leben immer bestimmt. Ich bin zu spät drauf gekommen, dass man dafür auch das Handwerk erlernen muss. Das fiel mir bei der Schauspielerei dann leichter. Irgendwann muss man ja Geld verdienen. Er hat sehr oft geprobt und er ist jedes Mal zurückgekommen und hat gesagt, na, heute war es ein bisschen besser und das heißt bei ihm schon, heute war es super. Also der ist schon ein Vollblutmusiker, auch wenn das so nicht so oft tut. Ich bin ein echter Fan der ersten Stunde. Ich kenne die Arbeiten vom Dietz seit den 70er Jahren. Also da haben wir uns schon getroffen, er junger, armer Schauspieler, ich junger, armer Musiker. Man sagt mir ein gewisses Rhythmusgefühl nach. Musik hat mein Leben immer bestimmt. Das war mir klar, ist ein alter Rock'n'Roller eigentlich. Und Gott sei Dank dieser Schauspieler. Und der rockte gestern mehr als 2 Stunden lang.